August 2018. Es war der viertwärmste Monat seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen. Außergewöhnlich trocken war es zudem in Nordeuropa, Australien und im südlichen Afrika. Während große Regionen Chinas und Indiens überflutet waren, sorgte ein tödlicher Taifun für Chaos in Japan und Nordkorea. In Hawaii schlug ein tropischer Sturm zu. In Südeuropa war der August feucht, es fiel mehr Niederschlag als sonst. In Italien wurden 11 Wanderer durch eine Sturzflut getötet. Die extreme Hitze und Trockenheit im Norden Europas während der Sommermonate trieb Landwirte zur Verzweiflung. Sie beklagen große Ernte- und Futterausfälle. Der gesamte Kontinent litt unter der längsten Wärmeperiode, die von April bis August andauerte. Der August ist bereits der dritte Monat dieses Jahres mit außergewöhnlich hohen Temperaturen.